Sabotage. So, die Frage ist jetzt, was machen wir mit dir? Ich glaube, ich gehe mit der Armee gehe ich nach da, damit da jetzt kein Problem entsteht. Minus 3 öffentliche Ordnung kann ich mir leisten, aber ich brauche gerade keine Nahrung. Dementsprechend ja, minus 4 öffentliche Ordnung. Nee, dann mache ich hier mal das da. Wieso habe ich hier zweimal? Achso, weil ich hier, ja, wegen der Garnison. Das bringt mir natürlich nicht viel. Gut, warte. Du hast was bekommen. Du kannst ruhig ganz rauskommen, ne? Also brauchst dich nicht verstecken. Okay, ja, dann mache ich hier mal eine Diebin. Und dann schauen wir mal. Mein Volk schätzt die Blutsbande zwischen uns. Seht ihr es nicht auch? Schließt ihr euch uns an? Ich Na hatte gehofft, ihr wärt ein Philosoph, der Zorn mit Vernunft begegnet. Ich sehe, ich habe mich geirrt. Zorn mit Vernunft? Bist du zornig? So, verborgene Agent Rebellion bevorsteht. Ja, das ist klar. Dann würde ich sagen, dass ich. Ja, mal schauen, wenn ich reingehe. Minus 11. Ja, okay, dann bleibe ich draußen. Dann kommt hier eine Rebellion, aber das macht ja nichts. Hier mache ich einen Tempel und Essen brauche ich jetzt auch nicht. Ich mache mal um Wohlstand. Wo ist denn die Armee jetzt hin? Ist die hier lang? Nee. Wo ist sie hin? Dann muss sie irgendwo geflohen sein. Okay, Bau abgeschlossen. Haushalt. Haushalt. Aufgebrachte Bevölkerung. Fraktion getroffen. Okay. So. Ich brauche hier eigentlich jetzt auch keinen Tempel mehr. Die öffentliche Ordnung ist gut. Dann mache ich mal den Tempel weg. Und vor allen Dingen, wenn die öffentliche Ordnung jetzt wieder fällt, dann mache ich halt in Pella die Garnison kleiner und die Kaserne weg. Weil hier die Kaserne ist wichtiger. Weil hier kommt nicht so schnell jemand hin. Genau. Wie sieht es jetzt aus? Risiko 0. Die haben halt immer noch keine Kinder bekommen, ne? Und ich meine, der ist jetzt 68, der bekommt jetzt auch keine Kinder mehr. Wieso? Ich habe den doch. Ich habe doch gesagt, dass er das nicht mehr da, haben soll. Mit Pergamon kann ich schon sprechen, ja. Oder? Ja. Der ist sogar freundlich. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Nicht Angriffspakt. Das ist schon mal gut. Okay, so weit kommt es noch nicht. Gut, auf jeden Fall ist das schon mal wichtig.
Knossos. Ach, ich würde dich gerne vernichten. Aber naja. Es ist ja immer so spannend, wie Knossos eigentlich bis zum Schluss überlebt. Also es passiert nur so selten, dass Knossos irgendwie ja, vernichtet wird. Also ist echt interessant. Wow, wegen einem. Dann machen wir hier, damit wir die Korruption verringern. Wenn ich da jetzt rausgehe, was passiert dann? Minus 14. Dann warten wir noch eine Runde. Wäre sowieso besser, weil da ist ja eine halbtote Einheit drin. Hier machen wir Manufaktur. Und du schaust mal, wo. Ah. Oh, warte, warte, warte. Oh, das ist schon wieder. Also. Byzinien. Byzinien ist so eine Fraktion, die mir gefährlich werden kann. Warum? Also, an sich, diese östlichen Sperrkämpfer, die kann man in der Pfeife rauchen. Aber die haben. Das Volk hat sehr viel Plänkler-Kavallerie. Und das kann schon mal Aua machen. Was gut ist, ist, dass er momentan in der Stadt mit seiner Fullstack-Armee ist. Also hier ist auch eine Fullstack-Armee. Aber. Warte mal, ich will mal schauen, ob. Die mit, ja, die sind auch mit Tyllis im Krieg. Deswegen muss ich hier schnell sein. Oder ich fange halt mit Tyllis einen Krieg an. Was macht eigentlich die Einheit? Oder die Armee neben der Armee? Macht die es auch fertig? Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück. Und werde da ein paar Einheiten noch rekrutieren. So, das da, das da. Bürgerkavallerie. Auch wenn die Bürgerkavallerie echt schlecht ist. Alter, ich kann halt 2, 4, 6 Einheiten schon rekrutieren. 221 vor Christus, das ist halt krass. Wir hatten gerade ein bisschen viel Geld, deswegen konnte ich mal ein bisschen ausgeben. Bei mir sind die immer instant verreckt. Echt? Das ist echt komisch. Dann ist das halt ja wirklich zufällig, ne? Die Schildwand ist immer stärker, wenn Brüder bei. Ja, wenn Brüder, wenn du Grieche wärst, okay. Weil rassistisch. So, Rebellion. Ich jage die Piraten und sage denen nein. Was? Ach so, okay. Ich dachte gerade. Ich dachte gerade, die wollen das erobern, aber können sie ja nicht. Genau, ich lasse dir noch eine Runde stehen, damit die öffentliche Ordnung sich mal ein bisschen regenerieren kann. Und das gehört immer noch Tyllis, das ist gut. Hier machen wir Heiliger Hain. So, minus 12. Ja, das muss erstmal. Oder?
Nee. Gelernt. Oh, das habe ich gerade dumm gemacht. Aus folgendem Grund. Und zwar, ich hätte Athen anbieten sollen, Tyllis den Krieg zu erklären. Dann wäre es nochmal anders gekommen. Also vor allen Dingen, dann hätte es sein können, dass sie mir Geld geben. Und wo ist hier, sind jetzt, wo sind die beiden Armeen jetzt hin? Ich verstehe das nicht. I don't understand. Wo sind die beiden Armeen jetzt hin? Haben die Otrisen die platt gemacht? Könnte sein. Oh. Rake, meinst du, die sind instant weg, wenn du sie platt machst? Oder wenn du, oh, dieser Idiot. Wenn du spielst, macht die KI die instant weg. Bei mir war es eigentlich selten so, dass die KI die irgendwie wegmacht. Rang erhöht, Mission erteilt. Was mir gerade auffällt, ist, dass mein General noch lebt. Der alte Knacker, der ist jetzt 71. Er ist 71, Leute. In der Antike. Uiuiui. 71. Minus 3% Reichweite für die Armee. Wer macht das? Wer will das machen? Vor allem 4% Moral. 10% Moral für alle Einheiten der Begleitarmee, aber dafür minus 9% Bewegungsreichweite. Das ist ein Skill, der macht null Sinn. Das wird niemand wird das skillen. Selbst wenn man eine Armee hat, die schlechte Moral hat. Das macht sowas von gar keinen Sinn. Ja, dann mache ich mal hier, damit die Hingabe erhöht wird. So. Ja, machen wir automatisch. Aber die sind Helenen, potenzielles Klientel. Ja, ich weiß schon. Aber ich habe halt gefragt, nein, stopp. Ich habe halt so dumm gefragt, weil bei mir war es, wie gesagt, immer so, dass, ja, dass die Sau lang, also wenn ich zum Beispiel Ägypten gespielt habe oder Seleukiden oder so, dann bin ich halt irgendwann, also war ich hier so groß und dann bin ich irgendwann hier hochgekommen und Knossos war halt immer noch da. Oder Rom ist untergegangen, bevor Knossos überhaupt irgendwas gemacht hat. Also man muss halt echt sagen, dass Knossos einfach nur da ist. Also die machen nie was. Also warte mal, ich schau mal kurz. Ich habe 170 Stunden Spielzeit bei Rome Total War 2. Ich weiß, das ist unglaublich lange, aber ich spiele es halt schon seit dem Release. Und es kam nie vor, dass Knossos irgendwas erobert hätte oder irgendwas gemacht hat. Also die waren hier. Ich war schon mit Britannien, habe ich hier alles erobert und dann Griechenland und die waren immer noch da mit einer Fullstack-Armee und einer Fullstack-Flotte. Das war's. Jo, irgendwie wurden sie so programmiert, dass die nicht angreifen. Könnte aber auch sein, weil sonst wäre es, glaube ich, für vielleicht Sparta krass gewesen.
Also wenn jetzt Knossos von hier kommt, werden Sparta mit Epirus irgendwie rumrangieren muss. Könnte sein. Aber ich weiß echt nicht, warum das gemacht wurde. Naja. 10 Moral für alle ungepanzerten Infanterie. Schau, und dann kommt so eine Adelige daher und hat Sklavenhalter, wo sie auf Level 1, auf Stufe 1, 10% Moral für alle ungepanzerten Einheiten der Be Begleitarmee bekommt. Und kein Minus. Klar, es ist ungepanzert. Also das heißt, die ganzen Fernkämpfer und so weiter. Aber das ist tausendmal besser. Also das da ist zum Beispiel tausendmal besser. Nee, aber selbst das ist sau viel besser als jetzt das, was der Held hatte. So, gut. Jetzt, ich kann mir echt nichts leisten. Das ist so ein... Na du, was bist du? Ich gehe mal jetzt hier hin. Entschuldigung. Und ich plünder mal. Da bekomme ich in nächste Runde knapp 3000, beziehungsweise habe ich 3500. Nächste Runde. Und damit kann man schon einiges machen. Ah, da sind die Armeen von Tillis. Ah, die sitzen auf ihrer Insel und finden ja alles toll, ja. Stimmt. Also wenn ich ein Volk wäre, wäre ich Knossos wahrscheinlich. Gut. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde und dann ist es sowieso schon 6 Uhr. Dann machen wir da Schluss. Und ja, dann, wie gesagt, werden wir mit Rom erstmal, ja, vorlieb nehmen müssen. Keine Ahnung. Aushalt erweitert sich und befriedigte, oh, unzufriedene, nicht unbefriedigt, Entschuldigung. Da mache ich, warte mal. Hier, ich habe das Falsche erforscht hier. Da mache ich ja den Schrein des Zeus. Das gibt nämlich 4 hellenischen Einfluss. Hier, das kann ich ja wieder nicht mir leisten, aber dafür öffentliches Forum. Dann mache ich ja das nächste Runde mit der Stadt. Ich wurde mal angegriffen von den Chimären. Knossos ist mir beigetreten und hat zusammen mit Athen und Pergamon erobert. Echt. Lol. Das ist nice. Hattet ihr, was für ein Verhältnis hattet ihr? Also militärisches Bündnis oder Verteidigungs- oder Klientel oder wie wart ihr? Oder musstest du was dafür bezahlen? Das ist natürlich auch eine coole Taktik. Immer so viele wie möglich in den Krieg zu ziehen. Also das mache ich zwar sehr selten. Das großzügig gegeben und dankbar. Nee, danke. Sehr selten, weil ich will das komplette Gebiet einnehmen. Aber mit einem militärisches Bündnis, ja. Gut. Oh, unser Dude ist tot. Aber das war irgendwie klar. Solche. Natürlicher Tod. Ja, mein Dude ist tot. So, könnt ihr bitte. Was bist du eigentlich für einer? Du hast noch nichts. Auf einen erfolgreichen Hinterhalt. Ja, das mache ich eigentlich selten. Nahkampfabwehr. Du bist 59. Du bist 49.
41, 49, ja, nee, die kann keine Kinder mehr bekommen. Und ich war halt bei Rom und hatte keine Zeit für Chimera. Ja. Also, das finde ich ja zum Beispiel auch immer super interessant. Wohlstand durch Kultur, Steuersatz, das ist wichtig. Also an sich kommt man bei Total War selten ins Schwitzen. Es sei denn, du bist halt so eine Fraktion, die es echt schwer hat. So Epirus zum Beispiel hat es nicht sehr leicht. Also ist eine schwere Fraktion. Oder Kelten haben allgemein ein bisschen, haben es allgemein ein bisschen schwerer. Oder also, ja, solche Fraktionen, die halt am Anfang, die es am Anfang sehr schwer haben. Aber wenn man die ersten Runden hat, dann ist es eigentlich selten so, dass man wirklich, ja, Stress bekommt. So. Ihr seid ehrenhaft, würdig und stark und nur dumm. Nur dumm. Das ist aber frech. Also, der hat gesagt, dass ich nur dumm bin. So. So geht übrigens unsere Nachrichten. So funktionieren unsere Nachrichten. So. Gut, will ich mit dir batschen? Eigentlich schon, ne? Da fange ich zuerst mit denen an. Pella hatten. Das ist eigentlich ganz gut. Mache ich öffentliches Forum erstmal. Hier mache ich ein Theater rein. Damit die öffentliche Ordnung auch endlich ein bisschen öffentlich hochsteigt. Und hier ist auch wieder minus, okay, plus 20. Okay. Okay, ich muss noch 3 Runden warten. Uiuiui. Ich muss jetzt die ganze Zeit warten. Das ist ich vergesse immer den Spion. Schön aufdecken, ne, Tobi? Schön aufdecken. Ich will auch jetzt, also die Überlegung ist, wo ich mich jetzt expandieren will. Also entweder will ich wirklich die anheuern, entweder will ich wirklich die griechische, also die griechische Halbinsel habe ich schon. Aber quasi bis, also diese Halbinsel, sage ich mal, oder dieses Halbkontinent, irgendwie so. Also dafür muss ich halt die Etrüsen weghauen. Das könnte ich machen. Oder ich treibe mit denen einen Handel, mache einen Nicht-Angriffspakt und gehe nach, oh, Legion, gehe nach, nach Rom, nach Italien. Oder ich glaube, wir werden hier erstmal unser kleinen privaten See anbauen. So hier der da. Ich glaube, das machen wir. So. Gut, das heißt, wir werden kein Friedensabkommen mit ihm schließen, sondern machen ihn dann platt. Gut, aber erst nächste Runde, Folge, nächsten Stream, so, nicht Folge, das ist kein Let's Play. Wobei, ich lasse ja auch bald hoch.